Melisande ist fast tot. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ah. Genug, Amelisan. Die Götter haben entschieden. Dieser Wettstreit ist vorbei. Nein! Oh, ich bin eine Göttin. Das hier ist nicht vorbei, bevor ich nicht sage, dass es vorbei ist. Ihr seid keine Göttinpriesterin des Baal. Ihr spielt mit gestohlenen Energien, die euch unsterblich machen und die euch große Macht geben. Aber das macht euch noch nicht zur Göttin. Nein! Die Baalbrut hat nicht gewonnen! Ich weigere mich, es anzuerkennen! Ich würde vorher lieber sterben! Mhm. Aber ihr könnt nicht sterben, solange die Essenzen der Baalbrut in euch sind. Aber selbst jetzt versuchen sie bereits, aus eurem geschwächten Leib zu entfliehen. Ihr seid besiegt. Und die Zukunft gehört dem Sieger. Yay. Nein. Oh. Ich werde euch alle töten. Wie denn? Ihr werdet gar nichts tun, außer euer Schicksal zu akzeptieren, Amelisan. Der Zeitpunkt, von dem wir bereits gesprochen haben, ist gekommen, Gottkind. Die Wahl liegt vor euch. Euch, der ihr gegen alle siegreich wart, die euch aufhalten wollten. Jetzt müsst ihr über euer Schicksal entscheiden. Nur ein weiteres Kind der Baalbrut existiert noch. Eure Schwester, die an eurer Seite gekämpft hat. Ihr Teil der Essenz ist nicht groß, aber sie muss eine Wahl treffen. Okay. Ihr meint mich, oder? Ihr redet von vom Teil von mir, der von meinem Vater kommt. Ihr redet von den Kräften, die ich entwickelt habe. Wollt ihr diese Essenz behalten, Gottkind? Oder gebt ihr sie weiter an eure Geschwister? Wenn ich es hätte können, hätte ich mich schon längst von ihr befreit. Nehmt sie, ich will sie nicht. Ich wollte sie nie. Wie ihr es wünscht, Imoen. Es ist geschehen. Jetzt muss nur noch euer Zwilling eine Entscheidung treffen. Der Großteil der Seelenessenzen der Kinder Baals, der Kinder des Fürsten des Mordes, gehören jetzt euch. Und zwar euch allein. Ihr müsst nun entscheiden, was ihr mit dieser Macht tun wollt. Entscheidet weise, denn die Wahl kann nie mehr rückgängig gemacht werden. Was habe ich für eine Wahl? Steckt euch eure Weisheit sonst vorhin. Ich habe hart gekämpft, um es so weit zu bringen. Ich habe meine Macht verdient. Kann ich die Essenz nicht einfach so aufgeben, wie es im Moment hat? Warum? Was wird mit mir geschehen? Was habe ich für eine Wahl? Die erste Möglichkeit besteht darin, jenen Teil der Essenz, der noch immer in euch ist, aufzugeben. Er wird in Amelisan fließen. Dann werden ihre Seele und all die Essenzen in ihr zerstört werden. Ihr denkt vielleicht, dass es brutal sei. Aber Amelisan hat die Essenz in ihrer Vermessenheit mit ihrer eigenen Seele verbunden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Preis gescheiterter Ambitionen ist immer hoch. Okay. Wenn ihr die Essenz aufgebt, werden die Götter das Böse entfernen können und es in den weiten Hallen des Berges Celestia verbergen. So wird es auf ewig daran gehindert, andere Seelen zu verderben. Okay. Ihr, Kind Baals, ihr würdet wieder zu einem sterblichen Wesen werden. Ihr könntet euer Leben neu führen und über euer Schicksal selbst entscheiden. Die Manipulationen und der Einfluss der Götter würden euch nicht mehr betreffen. Eure Seele wäre wieder rein. Meine andere Möglichkeit? Sobald zerstört wird und die Essenz freikommt, könnt ihr sie euch aufnehmen, wenn ihr das wollt. Dann werdet ihr über den Thron Baals herrschen. Aha. Ihr habt gegen das Erbe eures Vaters tapfer gekämpft. Es ist beeindruckend. So beeindruckend, dass ich bereit wäre, an eurer Seite zu bleiben. Oh. Die Macht, die ihr so erhaltet, wird euch neue Feinde bringen und die Aufmerksamkeit anderer böser Götter erregen. An erster Stelle natürlich die Aufmerksamkeit von Zirik. Die Rolle eures göttlichen Vaters an sich gerissen hat, indem er das Edikt von Ao, dem Allvater, genutzt hat. Okay. Ich werde an eurer Seite kämpfen und euch dabei helfen, dass ihr das Schicksal erfüllen könnt, das in den Ebenen auf euch wartet. Eure Zukunft ist selbst den Göttern unbekannt, aber sie wird sicherlich bedeutend sein. Ich weiß, dass die Wahl nicht einfach ist. Doch ihr habt nur diese beiden Optionen, Kind Baals. Hier erfüllt sich euer Schicksal. Hier beginnt eure Zukunft. Eine Macht zu werden, die durch die Ebenen reisen kann, wie es ihr beliebt.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde. Ich beneide euch wahrlich nicht um sie. Wenn ich jedoch wählen müsste, dann würde ich meine geliebte Maria und meine beiden Kinder nicht zurücklassen. Ich könnte es nicht ertragen. Und der Gedanke daran, mit der bösen Essenz zu leben und zu kämpfen, nein, das wäre nichts für mich. Das war Kilda. Nein, sag, dass es nicht wahr ist. Wir werden nicht mehr länger gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Bo wird euch vermissen. Wir werden in Zukunft beständig traurig unsere Köpfe neigen und unserem großen Freund gedenken, der dem Bösen ständig mächtig in den Arsch getreten hat. Bo und ich werden sagen, wir kennen den Gott, der einst ein Held war. Natürlich wird uns niemand glauben, weil es einfach verrückt ist, wenn man einen Gott persönlich kennt. Vielleicht werden sie uns noch seltsamer als bisher mustern. Ah, vielleicht aber auch nicht. Ach ja, Mitz. So, jetzt ist es also endlich soweit, was? Nach allem, was wir überstanden haben, von Kerzenburg bis Baldurs Tor, über Irenikus und Bodhi und ihre Pläne. Ich frage mich, was Gorion jetzt sagen würde. Ich werde euch vermissen, wenn ihr geht. Ihr seid immer mehr als meine Schwester für mich. Ich verdanke euch alles. Aber wer würde nicht die vielen Ebenen sehen wollen? Wer würde nicht wollen, dass dies alles ein würdiges Ende findet? Es scheint, ich habe mein Versprechen an Gorion doch noch erfüllen können. Es wird schwierig sein, zuzusehen, wie ihr zu einem höheren Wesen werdet. Wenn es das ist, wofür ihr euch entscheidet. Aber ihr benötigt meine Führung wahrlich nicht mehr. Ich bete nur, dass ihr die Entscheidung trefft, die richtig für euch ist, Talisa. Auch Gorion würde das von euch verlangen. Was für eine fürchterliche Entscheidung. Ihr habt so lange gekämpft, um diesen Punkt zu erreichen. Aber wenn ihr euch entscheidet, all diese Macht zu behalten, drohen euch nur weitere Kämpfe. Ich könnte es nicht tun. Ich würde es nicht tun wollen. Ich würde es nicht schaffen, zu so etwas Fürchterregendem zu werden. Aber ihr habt noch nie den einfachen Weg gewählt, oder, Talisa? Kommen euch zu entscheiden, Kind Bals. Wie lautet also eure Wahl? Ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob das das gute Ende wäre, wenn wir die Macht einfach annehmen. Die andere Möglichkeit, ich möchte die Essenz Bals nicht. Macht doch mit ihr, was ihr wollt. Ich selbst möchte lieber ein sterbliches Wesen bleiben. Und ich möchte meine Freunde nicht verlassen. Dann werdet ihr euer Leben erneut beginnen. Als sterbliches Wesen und ohne das Mal, das euer auf eurer Seele hinterlassen hat. Die Essenz Baals wird für immer verborgen werden. Ihr habt Großes vollbracht. Die Freiheit soll eure Belohnung sein. Gut. Ihr wollt also einfach ein sterbliches Wesen bleiben? Wow. Nach all den Ereignissen werdet ihr einfach wieder auf Abenteuer ausziehen? Es muss sich aber wohl dennoch einfach gut anfühlen, wenn die Zukunft wieder einem selbst gehört, oder? Ja. Zum ersten Mal, seit wir Kerzenburg verlassen haben, können wir endlich selbst entscheiden, was wir tun wollen. Ich kann kaum darauf warten. Eure Entscheidung wurde getroffen, Gottkind. Jetzt muss es nur noch vollbracht werden. Bereitet euch darauf vor. Machen wir. Autsch! Doggen! Eure göttliche Essenz versiegt langsam. Und einen Moment lang fühlt ihr euch leer, unvollständig. Es ist furchterregend, doch schon bald werdet ihr von einem neuen Gefühl erfüllt. Hoffnung. Nun endlich habt ihr die Chance, den Rest eures Lebens als Sterblicher mit euren vertrautesten Gefährten in Ruhe zu verleben. Und nicht mehr als Bauernopfer der Prophezeiung des Baal. Dieses Abenteuer neigt sich dem Ende. Doch weitere werden folgen. Selbst als Sterblicher seid ihr noch immer eine ehrfurchterweckende Gestalt. Eure Kräfte sind Freund und Feind ein Begriff. Euer Leben gehört euch. Und neue Aufgaben werden kommen.
Im Laufe der Jahre werden die Geschichten über eure Erlebnisse sich in alle Himmelsrichtungen verbreiten. Und Barden werden euren Namen neben denen der legendären Helden und Schurken in ihre Balladen einflechten. Euer Leben mag nur das eines Sterblichen und eure Lebensspanne nun begrenzt sein. Doch das Siegel, das ihr den Reichen aufgedrückt habt, wird nicht verblassen. Erwin setzte ihre Reise fort, nachdem sie Talisa verlassen hatte. Sie wurde von ihren Bedürfnissen angetrieben, gegen Sklaverei in jeder Form zu kämpfen. Ihr Mitgefühl wurde jedoch durch das Bedürfnis nach Rache verdorben. Rache für das, was man ihr angetan hatte, als sie eine Sklavin gewesen war. Sie hätte sich vermutlich ganz verloren, wenn sie nicht auf eine Gruppe von Avariel, die geflügelten Elfen, gestoßen wäre, die in Cormia als Sklaven gehalten wurden. Sie drängten sie doch nach Feyna Dal mitzukommen, zurück in ihre Heimat. Sie kam ihrem Wunsch nach und lernte dort viel. Das Wichtigste, das sie lernte, war, dass sie nicht mehr eine von ihnen war. Damit hörte sie endlich auf, nach den Flügeln zurückzusehen, die ihr ohnehin nicht mehr von Nutzen waren. Erde wurde schließlich zu einer Hohenpriesterin in Unterstein, einem Gnomendorf, von dem ihr Mentor Quail oft gesprochen hatte. Er war damals wie ein Vater zu ihr gewesen. Bei seinem Volk fand sie schließlich ihren Frieden. Okay. Minsk. Nachdem die Zeit der Balbrut vorbei war, erfüllte Minsk einen Eid, den er vor langer Zeit geschworen hatte. Er kehrte nach Rashimin zurück und hoffte, er würde die Berserkerloge der Eisdrachen mit den Erzählungen seiner Taten beeindrucken und einen Platz in ihren geheiligten Rängen erhalten. Er musste gar nichts mehr sagen. In jeder Schenke vom Ferun war wohl schon ein Bade aufgetreten, der von den Taten des tapferen Waldläufers gesungen hatte. Und er wurde als Held empfangen. Schließlich wurde er zum Anführer seiner eigenen Abenteurergruppe. Die Faust der Gerechtigkeit säte Furcht in den Herzen von bösen Wesen nah und fern. Als Minsk älter wurde, brach er schließlich wieder allein auf und verschwand. Und was geschah mit Bo? Nun, was wäre Minsk ohne Bo? Die zwei wurden niemals getrennt und manche sagen, dass sie noch immer zusammen sind. Dort oben bei den Sternen, dort wo Hamster Riesen sind und Männer zu Legenden werden. Und was wurde aus Imoen, dem ewigen Mädchen? Sie hatte lange im Schatten von Talisa gestanden, aber sie war zu einer eigenen Persönlichkeit herangereift und stark genug geworden, ihr eigenes Schicksal zu finden. Sie kehrte nach Kerzenburg zurück. Jetzt, wo sie eine mächtige Magierin geworden war, konnte sie die dort gelagerten Werke erst so richtig schätzen. Kerzenburg kam jedoch klein und unbedeutend vor, als sie in Erinnerung hatte, und sie blieb nicht lang. Später sah man sie in der Gesellschaft solch berühmter Persönlichkeiten wie Kem Schwarzstab oder Elminster. Angeblich hat sie sie wiederholt aufgezogen, sie sollten doch keine so griesgrämigen alten Knacker sein und das Leben genießen, habe sie gesagt. Ihr Einfluss wuchs. Angeblich hat sie sogar eine Liebesgilde begründet, die jetzt Zellen hat, die bis nach Niewinter hinaufreichen. Wenn man sie danach fragt, lächelt sie völlig unschuldig und meint etwas wie: Hey, jetzt übertreib mal nicht, ich bin doch nur ich, die kleine Imoen. Yahira. Die Ereignisse der Zeit der Balbrut hatten Yahira stark beeinflusst. Es war ihre Pflicht, das Gleichgewicht in allen Dingen zu beschützen. Aber in den Jahren, die folgten, musste sie feststellen, dass dieser Kampf in immer größerem Ausmaß in ihrem Kopf stattfand. Sie hatte große Veränderungen in Talisas Gegenwart gesehen und gemerkt, wie flüchtig doch das Leben war. Der Verlust ihrer Geliebten nagte an ihr. Sie wurde als eine unermüdliche Streiterin für das Gleichgewicht bekannt. Manchmal kämpfte sie auf Seiten der Hafen und manchmal agierte sie gegen sie. Egal was jedoch passierte, sie blieb immer distanziert und vorsichtig. Sie ließ niemanden in ihre Nähe und blieb nie lange an einem Ort. Yahira durchreiste die vergessenen Reiche wohl mindestens dreimal in ihrem Leben, aber sie kehrte nie nach Tethir oder an die Schwertküste zurück. Keldorn IV kam, dachte, dass seine Reise mit Talisa das Ende seiner aktiven Laufbahn als Abenteurer und als Mitglied des Ordens darstellen würden. Er zog sich nach Adkatla zurück und hoffte, er würde dort so viel Frieden finden, wie es ein alter Krieger erwarten dürfte. Doch die Pflicht würde ihm noch einmal rufen. Jahre später wurde Am vom Feuerriesen belagert. Keldorn war gerade 60 Jahre alt geworden. Er und 5 Ritter mussten einen strategisch wichtigen Pass verteidigen,
bis die Streitmacht von Amdord ankam. Keter war natürlich siegreich durch seine Wunden. Waren so schwer, dass er alle Paladine auf dem Schlachtfeld dahinschied. Vor den Augen seiner Ritter senkte sich die Hand Torms auf das Schlachtfeld, als sie sich wieder hob, war Keter verschwunden. Seit jedem Tag werden Visionen des wahren Gottes oft von der geisterhaften Gestalt des tapferen Keldorn begleitet, die zu seiner Rechten sitzt. Ja, und damit sind wir bei den Credits angekommen. Ja, wir erleben gerade das Ende eines Epos, meiner Meinung nach. Baldur's Gate war schon immer ein tolles Spiel und jetzt habe ich tatsächlich mal auch Throne of Baal durch. Ja, ich gebe zu, die letzten drei Akte, also das gesamte Throne of Baal und auch die wachende Festung, waren komplett blind für mich. Und es war ziemlich aufregend und spannend. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, sich fürs neutrale Ende zu entscheiden, weil ich habe so das Gefühl, dass es auch ein böses Ende gibt. So wie es ja auch die Gesinnung gut, neutral und böse gibt. Denke ich mal, dass es auch die Enden gut, neutral und böse gibt. Und ich habe mir, glaube ich, jetzt das Neutrale gewählt. Obwohl ich auch das Gute hätte wählen können. Oh Mann, da drüben sieht man Entwicklungsbilder. Das ist ja auch cool. Wie bestimmte Kreaturen gemacht wurden. Oh, und Millison. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen, die noch jetzt am Zuschauen sind, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben ja jetzt gut und gerne über 400 Folgen zusammengekriegt. Baldur's Gate 2 alleine. Und dann nochmal die 200 Folgen Baldur's Gate 1. Das war wirklich ein sehr langer Ritt für uns alle. Auf der einen Seite bin ich traurig, dass wir es zu Ende gebracht haben. Weil Baldur's Gate ist schon ein schönes Spiel. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass wir dieses Kapitel abgeschlossen haben. So kann ich mich nämlich dann anderen Projekten widmen. Nein, Spaß beiseite. Es ist schon schade, dass wir Baldur's Gate 2 jetzt durch haben. Die ganzen vergessenen Reiche-Spiele, also Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights, das waren so meine Lieblingsspiele, sind es eigentlich immer noch. Und deswegen bin ich ganz froh, jetzt mal Baldur's Gate 2 komplett durchgespielt zu haben, inklusive Throne of Baal. Ja, ich denke, ich lasse jetzt noch im Schweigen die Credits durchlaufen. Und dann gucke ich mal, wie ich die Folgen aufteilen werde, da ich jetzt schon über 2 Stunden am Aufnehmen bin. Was in 1 oder 2 Jahren eh keinen mehr interessiert. Ja, aber ich denke, ich werde so das Finale in 2 oder 3 Folgen packen und als Wochenend-Special servieren. Wahrscheinlich direkt im Anschluss an die letzte Let's Play-Woche. Damit wir hier einen glorreichen Abschluss haben. Gut. Das heißt, wir können uns hier jetzt die Credits noch zusammen zu Ende ansehen und dann werde ich mich verabschiede ich mich schon mal im Voraus. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und schaut mir bei meinen anderen Projekten zu. Also, tschüss und hi ho.
Wo war mal mein letzter Quicksave? Da war ein Autosave. Aber mein letztes Let's Play. Kommt, dann wir nochmal das Quicksave. Ich will mal sehen, was passiert, wenn wir den guten Weg wählen. Das dürfte ja keine 5 Minuten dauern. Wir prügeln einfach Melisande jetzt tot. Melisande ist sogar fast tot. Ist mir was egal, ob Yahira jetzt gestorben ist. Scheinbar wurde sie gerade eh wieder zum Leben erweckt. Genug, ja, 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 kennen wir alles. Ihr werdet gar nichts tun, außer euer Schicksal zu akzeptieren, Amelissan. Der nur an... Ja. Der Großteil der... Ihr... Meine anderen Möglichkeiten... Wenn ich hier... Nein. So, jetzt ist es scheint, ich habe mein Verspaß für eine Fürchtung. Die Zeit ist gekommen. Ja, nehmen wir mal. Wie ihr wünscht. Ihr habt uns allen bewiesen, dass ihr die Macht in eurem Blut beherrscht. Und nicht sie euch. Ich werde stolz darauf sein, an eurer Seite zu stehen, wenn ihr eine der Mächte der Himmel werdet. Okay. Viel Glück. Ich werde euch vermissen. Obwohl ich irgendwie einfach weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Vielleicht hole ich euch ja wieder aus irgendwelchen Schwierigkeiten heraus. Man weiß ja nie. Ich kann ja jederzeit auf Tori kommen. Eure Entscheidung wurde getroffen, Gottkind. Jetzt muss es nur noch vollbracht werden. Bereitet euch darauf vor. Machen wir. Bricht jetzt wieder alles über ihr zusammen? Nein! Boing, ja. Gut. Wäre das schon mal geklärt. Eure sterbliche Essenz verflüchtigt sich. Und ihr geht ganz in eurer Göttlichkeit auf. Mit Hilfe von Freunden und trotz aller Feinde habt ihr euer Erbe besiegt. Schatten in Licht verwandelt. Und nun hat die infernalische Präsenz Baals keine Macht mehr über euch. Ihr werdet euren Platz unter den Mächten des Himmels einnehmen, als Kraft der Ausgewogenheit und des Guten. Es ist das Ende vieler Dinge. Doch vor euch erstreckt sich ein endloses neues Schicksal. Es gibt größere Übel zu bekämpfen, als ihr euch jemals vorzustellen wagtet. Und Anblicke auf den Ebenen, die ihr niemals für möglich gehalten hättet. In den Jahren, die da kommen werden, wird euer Name ein Leuchtfeuer in der Finsternis darstellen. Die Legenden eures Lebens werden andere inspirieren und führen, während die Knechte der Dunkelheit vor eurem Zorn fliehen. Es ist ein Vermächtnis, dessen Konsequenzen das Angesicht der Reiche auf ewig verändern werden. Ich muss ehrlich noch sagen, ich find's echt toll, dass sie immer noch denselben Erzähler hatten im zweiten Teil. Ja, die Geschichten sind wohl alle gleich. Also das von Eri war gleich. Ja, Minsk erfüllt seinen Eid. Imoen, ja, ist immer noch das ewige Mädchen. Ja, das ist auch immer noch gleich. Und das auch. Und die Credits. Gut, das war noch ein kurzes Intermezzo am Schluss. Hat doch nicht so lange gedauert, wie erwartet. Auch wenn ich gesagt habe, ich mache einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Sehen wir uns bei anderen Projekten wieder. Ich weiß schon nicht mehr, was ich rede.
Ich bin ganz emotional mitgenommen gerade. Ja. Ich bedanke mich ganz ehrlich fürs Zuschauen. Nochmal. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Also, hi ho, macht's gut und bis bald.